Wir werden bald anfangen. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte Sie und das Gerät wird Ihnen gebracht. Скажите, пожалуйста, где именно природа красивая? Sagen Sie bitte, wo wurde der Film gedreht? Die Natur sieht wirklich sehr schön aus. Der Film wurde zum Teil in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen gedreht, das ist rund um Köln, und zum zweiten noch in Wien, Österreich. Die haben sehr schöne Natur. Film снимали в двух странах, в Германии и в Австрии. В Германии, в том числе в Кёльне, а в Австрии в Вене. Скажите, пожалуйста, почему вы именно выбрали вот такой сценарий? И в детстве, кто повлиял на вас, на ваше воспитание? Кто ваши были родители? Спасибо. Warum haben Sie so ein Szenario ausgewählt, so ein Drehbuch? Wie haben Ihre Eltern Sie beeinflusst? Wie wurde Sie erzogen? Der Film ist ja nach einem Buch, das heißt, es ist eine Romanverfilmung. Soll ich inzwischen eine Pause machen? Nach ein paar Sätzen? Ja. Also der Film ist eine Romanverfilmung. Das heißt, es gibt einen Roman, der ist 1998 erschienen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile in ziemlich viele Sprachen übersetzt. Я снял свой фильм по книге, которая была опубликована в 1998 году в Германии и была переведена на многие языки. Den Roman habe ich gelesen, da war ich, glaube ich, 20 Jahre alt, gerade im zweiten Jahr an der Filmhochschule, und der war für mich einfach eine Offenbarung. Ist einfach wahnsinnig schön geschrieben. Man hat eine sehr, sehr berührende Geschichte, Sie haben sie ja gesehen. Und damals habe ich das Glück gehabt, den Autor des Romans zu treffen. Когда я прочитала эту книгу, мне было 20 лет, я второй год учился в академии, и она произвела на меня неизгладимое впечатление, она мне очень сильно понравилась. Weil mich das so berührt hat, das Buch damals, habe ich mir gedacht, ich frage den jetzt einfach mal, ob die Verfilmungsrechte noch frei sind. И тогда я задался вопросом, а может быть можно снять по этой книге фильм? Der hat sich gedacht, der Jakob ist verrückt, wenn sich dann ein 20-Jähriger kommt und so ein Buch, das damals schon wahnsinnig gut verkauft war, verfilmen will, dann ist das ein bisschen zu viel des Guten. И тогда я подумал, может быть это, конечно, слишком, чтобы 20-летний юноша снимал фильм по такой книге. Ich habe dann 8 Jahre lang gewartet und immer wieder mal dem Autor geschrieben, wie das denn aussieht mit den Rechten. Und dann hat er mir gesagt, das ist eine andere Filmproduktion dran, die einen Film daraus machen wird. Nach 8 Jahren hat dann er mich angerufen und hat gemeint, ob wir mal zum Essen gehen. Die andere Filmproduktion hat den Film nicht realisiert, hat es nicht geschafft. Das Buch war mittlerweile ein Bestseller in Deutschland. Und dann hat er mich gefragt, ob ich noch immer Interesse habe, und wenn ich das habe, dann darf ich jetzt einen Film machen. Und dann habe ich gedacht, dass ich jetzt einen Film снять фильм. Да. И я получила разрешение. Он сказал: "Давай". Und dadurch, dass ich 8 Jahre Zeit hatte, mir zu überlegen und vorzustellen, wie ich dieses Buch mir wünschen würde als Film, habe ich dann auch direkt ganz schnell loslegen können und habe dann ein paar Förderungen bekommen, Drehbuchförderung in Deutschland, habe dann Produzenten sehr schnell gefunden. Und alle waren total glücklich, weil das Buch einfach sehr bekannt ist in Deutschland. Und тогда началась моя долгая кропотливая работа над сценарием и над этим фильмом, ведь она была очень знаменита в Германии по всему миру. Und auf Ihre zweite Frage zu kommen, wie mich meine Eltern beeinflusst haben, ich glaube, meine Eltern haben mich sehr positiv beeinflusst. Die haben mich erzogen als lesenden Menschen,
die haben mich erzogen als denkenden Menschen und sie haben mich erzogen als Menschen, der lieben darf und soll, wie er möchte. И второй вопрос был, как мои родители повлияли на меня. Я думаю, что они повлияли на меня очень хорошо. Они воспитали меня как думающего, читающего человека. Вопрос только в микрофон. Hello, my name is Dave McClellan from the Rhein Staaten. Und ich habe eine kurze Frage. Wie heißt dieses Buch? Kann ich das in Amerika finden? У меня очень короткий вопрос. Какое название у книги изначально? Das Buch heißt in Deutsch Die Mitte der Welt und im Englischen so wie der Film auch Center of My World oder Center of the World. Es gibt zwei Übersetzungen im Englisch und ja, das haben wir auf Englisch übersetzt. Книга называется Центр жизни. На английский язык есть два перевода. Центр жизни и центр моей жизни. И, может, я еще не знаю, но, mittlerweile ist der Film auch in die Staaten verkauft. Also, ich glaube, das wird auch im Kinostart in den USA geben. Фильм также покажут в Соединенных Штатах. Ирина Успенская, телерадиокомпания «Дверь». Очень чувствуется, что вы начитанный и, так сказать, хорошо воспитанный человек родителями своими, потому что «Deliding the Human Waters» здесь очень хорошо просматривается в этом фильме. При всем том, что сейчас очень модно вот эта толерантность, так сказать, однополая любовь и так далее, вы сделали ее очень чистой такой картиной, на мой взгляд. То есть она не пошлая, спасибо вам за мальчика замечательного совершенно, потому что он действительно вот, производит впечатление человека, который вырос на очень хороших образцах. Мой вопрос, это чуть-чуть, может быть, два слова об этом актере. Что это за актер и каковы, так сказать, были у вас с ним отношения для того, чтобы он остался таким чистым, думающим и очень таким, ну, по-немецки, romantischen und sentimentalen. Man kann sofort sehen, dass sie verlesen, dass sie sehr verlesen sind und dass sie gut erzogen wurde von ihren Eltern. Und ich möchte mich bei ihnen dafür bedanken, dass sie die Liebe in den Film so rein gemacht haben. Die ist wirklich rein. Obwohl das Thema homosexuelle Beziehungen ist heute sehr, sehr verbreitet und populär. Also ich möchte mich noch bei Ihnen für den Haupthelden des Films bedanken. Ich möchte Sie fragen, könnten Sie bitte ein bisschen mehr über den Schauspieler erzählen? Wie konnte er die Liebe, solche reine Liebe im Film darstellen? Welche Beziehungen hatten Sie? Die Herangehensweise war so, dass ich mir gedacht habe, wir müssen für diese Rollen die jugendlichen Schauspielern sehr, sehr viel abverlangen, sehr viel Mut verlangen, ein großes Casting machen. Weil mir war es ja wichtig, dass die Darstellung sehr, sehr authentisch ist und wirklich alles an Gefühl rausgekitzelt wird, was in Schauspielern möglich ist. Для меня было очень важно, чтобы актеры погрузились в роль и чтобы они могли аутентично показать все, что происходило на экране, чтобы люди поверили в их игру. Deutschland gecastet, die irgendwie so in Agenturen zu finden sind und darüber hinaus haben wir noch ein sehr großes Casting gemacht mit Jugendlichen, die
einfach Lust haben, Film zu machen, also leihen kann. Мы провели кастинг по всей Германии, обращались в специальное агентство, и туда приходили молодые люди, которые просто хотели сняться в фильме. Und schon in der allerersten Castingrunde war Luis dabei, der unseren Film spielt, und war unfassbar toll. Also der hat das Buch gelesen, er hat das Drehbuch gelesen und zweimal, dreimal gelesen, hat versucht, also Luis ist von И тогда мы нашли Луиса. Луис читал книгу, ему она очень понравилась, он был очень воодушевлен. Луис war damals gerade 18 geworden, glaube ich, oder kurz vor dem Dreh, damals bei dem Casting war er 17, und ist aber mit seinem jungen Alter schon so wahnsinnig ehrgeizig, dass er wirklich alles rausholen will. Also er arbeitet richtig, er hat sich dann mit ganz vielen Leuten getroffen, die ihm da was erzählt haben über eben Homosexualität. Wie er sich alleine arbeiten kann. Hat sich unfassbar gut vorbereitet. Louis ist ein Schauspieler, der versucht, zum Punkt, zum Kern vorzubringen, von dem, was ein Regisseur oder eine Regisseurin möchte, und das zu erfüllen, das Beste zu erfüllen, das Beste rauszuholen. Louis hat очень упорно работал, полностью погрузился в роль, встречался с разными людьми, обсуждали с ними свою роль. Когда мы снимали фильм, ему было 17 лет, и он полностью погрузился в фильм, и он пытался сделать так, как я хотел, как видел эту роль режиссера. Und nachdem ich Louis gesehen habe im ersten Casting, habe ich mir gedacht, wenn das noch irgendein anderer Schauspieler toppen kann, dann passiert ein Wunder. И когда я увидел его на кастинге, я понял, что это настоящее чудо. Und trotzdem habe ich mir gedacht, ich will noch weitere Schauspieler anschauen. Wir haben dann im Endeffekt 1200 Jugendliche gecastet. Но несмотря на это, все равно мы продолжали кастинг, мы просмотрели около 200 молодых людей. 1200, по-моему, 1200, не так. Weil es eben sehr wichtig ist, dass auch unter den Darstellern Chemie stimmt, dass sie miteinander arbeiten können. Und als wir dann zum Beispiel die seine Schwester spielt, Feline, die kommt aus dem Line-Casting, die hat davor noch nie gespielt. Но нам было очень важно, чтобы между собой сработались актеры. Также мы проводили кастинг на роль сестры Наяны, и актриса, которая сыграла по имени Фемин, играла вообще в первый раз. Und hier im Anfang vielleicht ist auch interessant, kurz zu hören, die Arbeit mit den Schauspielern, vor allem mit den zwei Jungs war es dann so, weil gerade die Sexszenen sind etwas, was natürlich sehr herausfordernd ist mit 18 Jahren. Oder Janik Möller mit 22 Jahren solche Sexszenen zu spielen. Und beide wollten aber auch das erfüllen, was ich mir gewünscht habe. Wirklich eine authentische Szene, echte Liebe, dieses Jugendliche, dieses Prickeln, diese Leidenschaft, auch diese Sinnlichkeit. Главные герои, игравшие Николаса и Фила, хотели показать настоящую любовь. Естественно, это было не просто в таком юном возрасте, но все равно они смогли показать искренность своих чувств, полностью отдать роли. Мне было einfach sehr wichtig in dem Film, dass auch das authentisch darzustellen, also zu zeigen, wie man sich als Jugendlicher fühlt, wie das Herz überschwappt vor Liebe und vor Sinnlichkeit auch und Leidenschaft. Мне было очень важно показать, как человека разрывает от любви, как его сердце переполняется любовью. Aber eben aus Phils Sicht und nicht aus einer unangenehmen beobachtenden Perspektive. Хотела это показать с необычной перспективы. Und deswegen sind wir ganz am Anfang, noch vor den Dreharbeiten, also Louis, Janik und ich, also die zwei jungen Schauspieler und ich, in so ein Wochenendhaus gefahren aufs Land, wo wir drei waren. Wir haben uns so im Workshop gemacht, einfach damit die beiden sich aneinander gewöhnen und nicht erst am Set zum ersten Mal voneinander nackt sind. Актеры, сыгравшие роли Фила и Николаса, я занимался с ними, мы с ними обсуждали роль, проводили так называемый мастер-класс, чтобы понять, что мы хотим донести до зрителей, как мы хотим реализовать их роли на экране. Добрый день. А вот почему книга так популярна была в Германии? Потому что тема любви между мальчиками затронута. Или по другой причине, потому что в фильме там как-то так
Это как рядовое явление преподносится, там мама вполне там спокойно к этому относится, как-то ничего не дающийся. Что сделало книгу популярной? Wie glauben Sie, was machte das Buch so populär? Im Buch, im Film geht es um die Liebe zwischen zwei Jungen und es sieht so aus, als ob das etwas Gewöhnliches ist. Die Mutter sieht die Situation genauso aus, als ob das etwas Gewöhnliches ist. Warum ist die Geschichte so populär? Ich glaube, weil sich viele Leute danach sehnen, dass es was Gewöhnliches ist, dass es normal ist, dass es akzeptiert ist. Zum einen. У многих людей свои понятия о том, что является нормальным, что принимается обществом. Может быть, с этим это связано? Zum einen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich glaube, dass es ja um Gefühle geht, die jeder und jede kennt. Es geht um Liebe, es geht um die erste Liebe, es geht um diese Aufregung der ersten Liebe und es geht um Familie. Я думаю, что история была так популярной, потому что здесь речь идет о понятных каждому человеку вещах, о любви, о семье. Und zufälligerweise passiert diese erste Liebe zwischen zwei Jungs. So what? И в фильме идет речь о любви двух молодых людей. Ну да, согласитесь, что это такое. Ну, по крайней мере, у нас в стране нетипичное. То у нас там не сочетаешь. Ja, umso wichtiger ist es für uns, hier zu sein, umso schöner ist es für uns, hier eingeladen zu werden und diesen Film hier zeigen zu können. Ну, то есть для Германии это тоже что-то из ряда выдающееся? Ist die Geschichte für Deutschland auch etwas Außerordentliches oder... Ist die Geschichte für Deutschland auch etwas Außerordentliches oder ist das ganz in Ordnung für Deutschland, die Geschichte? Es ist jetzt nicht, es ist kein keine Aufregung. Er hat das nächste nicht Skandal in Deutschland. Это обычная история любви в Германии. Я немножко хочу разрулить ситуацию в двух словах. Это совершенно типичное явление для России, просто оно не афишируется, и в связи с современными законами ситуация все более усложняется. То, что касается кино, и для испанского, и для немецкого, и для австрийского, и для американского, это тема типичная. Вопрос вот какой. Значит, существует несколько, собственно говоря, ниш у фильмов про однополую любовь. Либо они сразу погружают в атмосферу, либо они построены на конфликте противостояния, либо это биографические фильмы, касающиеся, вот, например, личности Пазолини или Каникова и так далее. Скажите, пожалуйста, в чем конфликт вашего фильма? Все так хорошо. Все так хорошо к мальчику относятся. По сути, ведь его личная трагедия, она в финале заканчивается тем, что он уезжает в Америку. И все внешние конфликты, которые происходят, они происходят либо потому, что он их видит, либо потому, что он их сам делает. Ведь конфликта как такового, трагедии, надрыва, когда тебя не понимают, когда ты идешь против обстоятельств, когда обстоятельства давят на тебя, нет. Все хорошо. Вы, ощущение такое, что вы намеренно сделали все хорошо. Und für internationale Filme, spanische, deutsche, österreichische und amerikanische. Ich möchte sagen, für solche Filme gibt es verschiedene Niveaus. Es gibt zwei Varianten hier. Entweder versenken Sie die Zuschauer in eine bestimmte Atmosphäre oder zeigen Sie einen bestimmten Widerstand. Ich möchte fragen, worin besteht der Konflikt in Ihrem Film? Der Junge erlebt seine persönliche Tragödie. Aber wie beendet sich der Film? Am Ende fährt er in den USA und auf diese Weise wird die Tragödie gelöst, sozusagen.
die Umstände drängen ihn nicht. Es gibt also keinen Konflikt. Und der, am Ende ist alles gut. Ich habe zwar ein Gefühl, dass Sie das mit Absicht gemacht haben, dass der Film sich so gut beendet. Für mich endet der Film jetzt nicht gut. Er endet nicht sehr dramatisch, also nicht tragisch. Für mich ist es eigentlich ein offenes Ende. Also es sind bestimmte Geschichten abgeschlossen, aber es ist viel in der Zukunft. Also für mich ist ja auch dieses Ende, dieser Aufbruch am Schluss in den USA, da geht es ja eigentlich darum, den Vater zu finden. Und letztlich geht es ja am Anfang, lernen wir einen Jungen kennen, der... Не сказал, что фильм заканчивается хорошо. Я бы не сказал, что он трагичный, он драматичный. У фильма остается открытый конец. Главный герой уезжает в США искать своего отца. Мы lernen am Anfang einen Jungen kennen, der eigentlich noch mehr oder weniger ein Kind ist und noch nicht wirklich sich noch nicht viel traut. Er traut sich vor allem nicht, Fragen zu stellen. Vor allem dann, wenn er Angst hat, dass die Antworten negativ sein können oder wehtun können. Самое главное, что герой учится задавать вопросы, на которые он может получить ответы, которые могут причинить боль. Und über den Film und über die Dinge, die ihm passieren, lernt dass es manchmal besser ist, Fragen zu stellen und sich mit der Wahrheit zu konfrontieren, auch wenn weiß schon von Anfang an, dass es weh tut. И в процессе своего взросления в фильме он понимает, что лучше все-таки задавать вопросы. Даже если ответы смогут потом причинить боль, что он просто будет сталкиваться с действительностью. Also das Ende ist für mich kein geschlossenes Happy End, sondern ein Aufbruch. Er hat gelernt, dass sich konfrontieren muss und diesen Schritt geht jetzt nach draußen. Er weiß auch nicht, was ihm passieren wird, aber er ist zumindest gewappnet fürs Erwachsenwerden, wo man manchmal verletzt wird. И в конце он вынес для себя урок. Он понимает, что он взрослеет, что его ждет еще многое впереди, но главное, он научился задавать вопросы. Кстати, идея с больными вопросами очень хороша. Спасибо, что вы ее легализировали. Но по поводу поисков отца, вы же сами в финале говорите о том, что мне теперь уже совершенно не важно, кто мой отец и где он, и найду ли я его. А вот за больные вопросы, да, спасибо за ответ. Vielen Dank, aber Sie selber sagen im Film, der Hauptheld sagt, dass es ihm eigentlich egal ist, ob er seinen Vater finden wird oder nicht. Genau, weil er am Ende weiß, wo seine Mitte der Welt ist. Er hat sie gefunden und er kann jetzt rausgehen. Er kann sich nicht wirklich mehr so sehr verletzt werden. Er kann jetzt nach draußen gehen, er kann neue Dinge erleben. Um den Vater geht es nicht mehr, also nicht mehr primär. Wenn er ihn findet, ist es gut, aber er traut sich, er muss sich jetzt trauen. Es geht ja um, es gibt diese Metapher mit diesen Türen öffnen. Und am Ende hat er gelernt, dass es wichtig ist, Türen zu öffnen und nicht Angst zu haben vor verschlossenen Türen. В конце фильма главный герой понимает, что поиск отца для него уже не так важен. Самое главное, что он научился не бояться открывать запертые двери. Найдет он отца или нет, это уже открытый вопрос. Но это не самое важное для него теперь в жизни. Здравствуйте, у меня очень короткий вопрос. Вот у меня сложилось впечатление, что вы сняли сказку. Потому что сказочные пейзажи, сказочные персонажи, минимум конфликтов. А все-таки на какую возрастную аудиторию нацелен ваш фильм? Kurze Frage. Ich habe so einen Eindruck, dass Sie ein Märchen geschaffen haben. Die Natur und alles im Film sieht so aus. Und es gibt keine Konflikte in dem Film. Wie alt, glauben Sie, sollen Ihre Zuschauer sein, die Zuschauer des Films? Also die Tests haben ergeben, dass es eigentlich ein relativ breites Zuschaueralter gibt. Es ist auch interessanterweise eher ein Frauenfilm.
Мы провели исследование, и в первую очередь оказалось, что наш фильм – это фильм для женщины. Und natürlich ein Film für ein queeres Publikum. Aber nicht nur. Das war mir, vielleicht kann ich das noch kurz sagen, das war mir eigentlich ganz wichtig, dass das kein Nischenfilm wird, kein kleiner Film wird, kein Schwulenfilm wird. Dass es ein Film wird, den man den Erwachsenen anschauen kann, den eine Familie anschauen kann, weil es eben um mehr geht als um Schwulsein. Das ist Nebensache. Но для меня это не так. Я вижу это более широко. Мне хотелось бы, чтобы этот фильм могли смотреть и взрослые, и семья, потому что в ней затрагиваются не только гомосексуальные темы, но и другие важные темы. Пожалуйста, последний вопрос, но это не трагедия, потому что мы можем потом выйти в фойе и беседовать с режиссером. Скажите, пожалуйста, а вы сами гомосексуалист? Почему вас? Ist das nicht völlig egal? Wann ist es denn noch? Ich liebe es. Da. Не знаю, что.